fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum jetzt der Salat liegt. Einen herzlichen Willkommen. Endlich haben wir wieder Dreh. Und heute machen wir was richtig Leckeres. Und zwar machen wir heute eine Soße. Und nicht nur irgendeine Soße, sondern wir machen eine Soße, die richtig perfekt zum Schwein passt. Vielleicht zu Pulled Pork. Wer weiß, auf jeden Fall passt sie zu Pulled Pork. Total einfach und schmeckt richtig gut. Schnell gemacht. Und welche Zutaten wir für ihr brauchen, die zeige ich dir jetzt. Du brauchst dafür Ketchup. Hier drin ist einfach nur ein bisschen Wasser. Dann brauchen wir Apfelessig, Olivenöl, brauner Zucker oder weißer Zucker, auf jeden Fall Rohrzucker, ein bisschen Worcestersoße, Tabasco, geräuchertes Paprika. Das hier ist absolut mega, direkt aus Ungarn. Salz, Pfeffer zum Abschmecken und das Ganze machen wir einfach in einer kleinen Pfanne, weil das Ganze wird erhitzt, muss ein bisschen einreduzieren. Und jetzt werden wir gar nicht mehr lange warten, sondern unsere Pfanne auf unsere Kohlen stellen und dann geht's auch schon los. Also für unsere Pfanne nehmen wir jetzt hier einfach unseren Pfannenknecht. Den stellen wir jetzt hier einfach auf unsere Kohlen und dann lassen wir ganz kurz unsere Pfanne heiß werden. Und in der Zwischenzeit werde ich jetzt hier schon mal die Sachen öffnen, die ich natürlich sonst, sonst spätestens dann geöffnet hatte. Also wir haben jetzt hier Paprika, edelsüß und geräuchert. Und wenn man sagt, dass dieses Paprika, geht auch nicht auf, dass dieses Paprika geräuchert ist, dann ist das definitiv richtig, weil das riecht so durch die Packung schon durch. Schönen Gruß an meine Kollegin da draußen, die mir dankenswerterweise dieses leckere Paprika mitgebracht hat. Boah, das ist so krass, also mehr Rauch geht da nicht. Hat die nämlich in Budapest gesagt, machst du rein ins Gulasch, schmeckt super. Genau. Und wir machen es heute nicht ins Gulasch, sondern in unsere richtig leckeren Pulled Pork Soße, Barbecue Soße, selber gemacht, aber dafür in geil. So, jetzt sollst du unsere Pfanne wahrscheinlich schon ein bisschen Hitze bekommen haben. Dafür kommt jetzt hier einmal das Ketchup rein. Das machen wir einmal komplett da rein. Das sind 150 Gramm Ketchup. Das ganze Rezept siehst du aber auf jeden Fall nochmal auf unserer Homepage. Da haben wir alles nochmal zusammengeschrieben von den Mengenangaben, wie viel du jeweils brauchst. So, jetzt fängt es an, schon unsere Pfanne heiß zu werden. Und so eine Großpfanne ist halt einfach schon geil. Die wird richtig schnell heiß. Und jetzt haben wir hier unseren weißen Rohrzucker. Also ob du braunen oder weißen Rohrzucker nimmst, ist eigentlich relativ egal. Das Ganze hier sind 75 Gramm. Die rühren wir jetzt hier ein bisschen ein, lassen die ganz kurz karamellisieren und dann kommen unsere nächsten Zutaten mit da rein. Du siehst, jetzt wird es richtig schön. So, und dann kippen wir eigentlich schon unseren Apfelessig mit dazu und unser Olivenöl. So, da sage ich euch jetzt nicht, wie viel da drin war, sondern ihr sollt nämlich auf unsere Homepage gucken. Ganze Rezept www.mgbarbecue.de. Genau, also richtig. Genau. Ich bin hier konzentriert, ich muss hier die Kamera halten. Okay, das rühren wir jetzt einfach mal vorsichtig runter, damit es sich richtig schön homogen vermischt. Dass die Hälfte vom Olivenöl auf den Holzlöffel geschüttet hat, das erzählt euch nicht. Hab ich? Ja. Die rühren wir schon mal mit unter. Guck mal, kriegen wir alles hin. So, relativ unspektakulär, wenn man das alles zusammenmischt. Und dann kommt dazu einfach ein bisschen Worcestersoße, Wustesoße, wie auch immer. Einfach einen guten Schuss, so wie du es am liebsten magst. Ein bisschen Tabasco, wir mögen scharf. Wenn du es nicht so scharf magst, lässt du ein bisschen Tabasco auf jeden Fall weg. Und dann, so ungefähr, so einen halben bis einen Teelöffel davon rein. Und dann rühren wir das Ganze nochmal richtig schön unter, weil hässlich unterrühren können andere. Wir können schön. So, und jetzt fangen wir an, oder wir warten. Wir fangen nicht an, sondern wir warten jetzt einfach, bis das Ketchup hinter uns anfängt zum Blubbern. Dann kommt noch ein kleines bisschen Wasser mit dazu. Und dann lassen wir das Ganze einfach so 10 Minuten so ein bisschen einköcheln. Das ist ein bisschen heftigere Konsistenz, nee, wer ist das? Dicke, also schlonzige, also fester wird, genau.
einmal ein bisschen fester wird. Und dann schmecken wir das Ganze noch mit Salz und Pfeffer, eventuell noch ein bisschen Paprika ab. Wenn du es ein bisschen schärfer magst, noch ein bisschen mit Tabasco mit dazu. Und dann sind wir im Prinzip nach einer Viertelstunde auch schon damit mit unserer leckeren, richtig geilen Soße fertig. Jetzt fängt es schon an, hier zum Blubbern. Der Manuel kommt noch mal kurz rüber, schalte die Kamera noch mal an. Guck, und da geht's schon los. Jetzt blubbert es richtig schön. Rühren wir uns noch mal durch. Vorsicht, dass nicht alles daneben geht. Mein Nachbar geht hier voll ab. Der eskaliert ohne Ende. Der reißt gerade ein Haus ab. So hört sich's an. Ihr habt keine Ahnung, was der macht. Jetzt kommt noch ein ganz kleiner Schluck Wasser mit dazu. So, reicht schon. Alles noch mal durchrühren. Und durch das Wasser lassen wir das Ganze jetzt wirklich noch mal richtig einkochen. Und dann wird das alles noch ein bisschen zähflüssiger. Und dann, wie gesagt, wird es abgeschmeckt. Und wir sehen uns gleich fertig, wenn es gut ist. So, guck mal. Und so soll es aussehen. Mein Nachbar eskaliert immer noch. Mega. Also wir hoffen, dass wir das ein bisschen unterbinden können. So soll es aussehen. Und jetzt nochmal einfach ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Rühren das Ganze nochmal unter und schmecken das nochmal ab. Ab. Was ab? Ja, dann nehmen wir das salzige Salz. Das kennt er nicht. Klar, Scream. Dann nehmen wir das salzige Salz. Ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu viel. So, reicht schon. Und ein bisschen Pfeffer. Das riecht geil. Kommt dazu. Das salzige Salz riecht geil, ja. So, einfach ein bisschen Pfeffer mit dazu. Und dann wird das Ganze nochmal schön untergerührt. Ah, jetzt hört er gerade auf, ist es schön. Oh, der reißt das Haus nicht mehr ab. Vielleicht ist es in sich zusammengefallen, man weiß es nicht. So, und dann alles unterrühren. Guck mal, jetzt wird es nämlich auch so ein bisschen zähflüssig. Ist das? Und wenn es dann abgekühlt ist, oder ein bisschen mehr abgekühlt ist, dann wird es natürlich noch ein bisschen dicker von der Konsistenz her. Und da hat nämlich der Zucker jetzt ein Übriges getan, da drin. Genau so soll es aussehen. Sehr schön. So, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum wir so eine leckere Soße gemacht haben. Erstens, weil wir es können. Und zweitens werden wir als nächstes ein richtig geiles Rezept halt rausbringen. Könnte sowas in die Richtung Pulled Pork gehen. Und dafür brauchen wir so eine leckere Soße. Wenn du das ganze Rezept nochmal nachlesen willst, wie gesagt, auf mgbarbecue.de steht alles nochmal ganz genau drauf. Ratzfatz gemacht, du wirst es lieben, versprochen. Mach es nach, sag uns, wie es dir geschmeckt hat. Und dann kommentier unten. Wir kommentieren sehr gern zurück. Falls du uns noch nicht abonniert hast, abonnier uns, gib einen Daumen da oben dafür. Wir bedanken uns. Der Manuel will noch probieren. Das darf er natürlich. Eigentlich wollte ich das hier ganz alleine machen. Jetzt darf er natürlich noch mit vorkommen. Also das ist der Manuel. Für den, der es noch nicht kennt, wir machen den Kanal zu zweit. Säcker. Säcker ist es. Sehr geil. Säcker ist es, absolut. Und gut, heiß ist es vielleicht ein bisschen noch, oder? Aber sonst ist es schon gut. Also, Prost, Prost Mahlzeit. Also, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schalt das nächste Mal wieder rein, denn momentan, also mittlerweile kommen 3 Videos. Dienstag 18 Uhr, Donnerstag 18 Uhr und am Sonntag 11 Uhr. Dass er auch noch was sagen kann. So. Vielen Dank fürs Zuschauen und schalt das nächste Mal wieder rein. Und zwar, wenn es wieder heißt MC Barbecue. Die fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum jetzt der Salat da liegt. Der lag nämlich vorher nicht da. Niki hat den nämlich richtig, mit einmal lag der da. Ja. Magic. Mit reingucken. Hey, auf jeden Fall. Am Boch. Ah, nee, das war was anderes. Am Donnerstag irgendwas. Oder am Sonntag, je nachdem, wann das Video rauskommt, oder am Dienstag reinschauen, dann siehst du, warum der Salat da liegt. Ja, da bist du bis einfach ein Magier. Mega. Haben wir schon gemacht, ja, ich. Aber machen wir nochmal. Gut, also, ciao. Und, ist gut, oder? Ist geil. Jo, finde ich auch. Ja, machst du jetzt gleich weiter, oder wie?